Hallo liebe ZeitspringerInnen, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr eure Uhrzeit auf eurem Linux-System ganz einfach einstellen könnt. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, wenn ihr euer System aktualisieren wollt, dann geht irgendwas schief. Ich probiere das hier gerade mal mit sudo apt-update im Terminal. Er startet jetzt hier, es sieht noch alles ganz gut aus. Und hier kommt jetzt eine Fehlermeldung. Release-Datei ist noch nicht gültig, ungültig für weitere 3 Tage. Das heißt, da stimmt irgendetwas mit der Uhrzeit auf unserem System noch nicht. Das können wir ganz einfach prüfen, indem wir den Befehl date eingeben. Heute ist der 24. Oktober 2024 und ich sehe hier, oh, er hat hier den 20. Oktober eingestellt. Das ist natürlich falsch, das heißt, diese Daten sind für 3 Tage und 17 Minuten noch nicht gültig. Ich muss also sicherstellen, dass meine Uhrzeit wirklich der tatsächlichen Uhrzeit entspricht. Und dazu gibt es unter Linux verschiedene Möglichkeiten und wie die aussehen, das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Ich werde jetzt die folgenden Befehle alle mit Rootrechten ausführen, da Änderungen am System mit Rootrechten ausgeführt werden müssen. Deswegen starte ich mir hier eine Root-Shell mit dem Befehl sudo bash. Jetzt bin ich in der Root-Shell, das sehe ich hier dran, dass hier vorne Root vorne dran steht. Jetzt kann ich als allererstes mal auf einem modernen Linux-System, welches systemd verwendet, den Befehl timedateCtl eingeben. Der zeigt mir nämlich hier jetzt auch nochmal genau an, wie die Uhrzeit hier ist. Local Time, das ist meine lokale Time, CEST, Central European Time. Zeitzone stimmt in dem Fall, also Europe-Zürich, die könnte man mit TimeDateCtl zur Not auch noch ändern. System Clock Synchronize, sagt er hier, nein. NTP Service Inactive, und da ist schon genau das Problem. TimeDateCtl bringt nämlich tatsächlich auch schon eigenen NTP Service mit und kann auch die Uhrzeit aus dem Internet schon synchronisieren. Es gibt aber verschiedene andere Wege und ich möchte euch jetzt mal ein paar davon vorab noch zeigen. Und zwar das bekannteste wäre wahrscheinlich NTP oder NTPD. Wie der zu installieren geht, das zeige ich dir, das musst du jetzt als Root müsste ich jetzt kein sudo vorne angeben, ansonsten als User sudo apt-install ntp. Und dann installiere ich mir zusätzlich noch das Programm ntp-date. Denn damit kann ich die Zeit direkt einstellen. Jetzt sehen wir aber hier, oh, da geht jetzt noch nicht, weil die Uhrzeit ist natürlich falsch. Deswegen kann ich im Moment keine Aktualisierung vornehmen. Ich muss jetzt also einmal manuell die Uhrzeit erstmal richtig stellen. Und das mache ich jetzt hier, indem ich jetzt mal hier annähernd ungefähr die Uhrzeit einstelle, die wir jetzt heute hier haben. Da sage ich jetzt mal 14 und probiere es jetzt nochmal. Sage ich nochmal sudo apt-update, weil er die Paketquellen ja jetzt noch installiert, noch nicht aktualisiert hat. Und jetzt kann ich das tatsächlich installieren. Hier sagt er jetzt NTP kollidiert mit NTPSec. Also NTP ist jetzt ersetzt worden durch NTPSec. Also ich müsste jetzt das Paket NTPSec installieren. Das hat sich geändert. NTP ist auf Debian-basierten Systemen mittlerweile durch NTPSec ersetzt worden. Dann seht ihr aber auch hier, dann würde der systemd timesyncd entfernt werden. Das muss euch bewusst sein. Ich installiere jetzt hier mal NTPSec also und NTPDate. Mache ich jetzt mal hier im Hintergrund. Und dann können wir uns die beiden mal anschauen. Jetzt installiert er die Anwendung. Das NTPSec oder der NTPD ist der Dienst, der beim Systemstart und im Hintergrund regelmäßig Zeit prüft und gegebenenfalls anpasst. Konfiguriert wird er in einer Datei cat, die können wir uns angucken, etc, NTPSec jetzt neu, ntp.conf. Und hier sehe ich auch schon die Timeserver, die hier abgefragt werden sollen. Auf dem Debian-basierten System sind das die Debian-Timeserver, zum Beispiel 0-debian-pool-ntp.org und 1 und 2 und 3 als Alternative. Jetzt könnte ich den Dienst starten und dann würdet ihr aber merken, die Uhrzeit würde noch nicht automatisch eingestellt. Hier sagt jetzt immer noch 14.42 Uhr. Dazu kann ich jetzt ntp-date verwenden. Dieses ntp-date kann mir die Zeit direkt in dem Augenblick mit einem der hinterlegten
Zeitserver, die ich hier in der etc ntpsec.ntp.com finde, konfigurieren. Also ich sage jetzt mal ntpdate 0.debian.pool.ntp.org. Und hier sagt er jetzt, ich habe eine Abweichung und stellt mir die Zeit jetzt hier entsprechend richtig dar. 14.42 Uhr sagt er jetzt hier. Hat er jetzt auch sogar schon eingestellt. Jetzt ist die Systemzeit aber noch nicht synchronisiert. Das heißt, ich habe ja im Computer auch so eine Batterie drin und eine Uhrzeit, so eine Realtime-Clock. Und diese Zeit, die richtige Zeit, möchte ich jetzt da reinschreiben. Dazu nutze ich den Befehl hwclock -sys2hc, also Systemuhrzeit. Die Systemuhrzeit, die ich jetzt hier auf dem System habe, schreibe ich jetzt in die Hardware-Uhr weg. Und damit ist die Konfiguration eigentlich auch schon abgeschlossen von ntpsec oder ntpd und ntpdate. Und du hast dein System auf dem aktuellen Stand und der ntpdate, der holt dir jetzt als Daemon in Zukunft die Zeit immer nach und stellt die dann automatisch für dich ein. Das Ganze gucken wir uns jetzt trotzdem auch nochmal mit dem systemd timesyncd an. Den installiere ich jetzt nochmal. Sudo apt install systemd timesyncd. Und der möchte jetzt natürlich dann den systemd timesyncd installieren. Und der sagt mir jetzt natürlich, der möchte dann das ntpsec nicht. Also es ist eine Entweder-Oder-Entscheidung. Du kannst nicht beides auf deinem System installiert haben. Das wird ein bisschen anders konfiguriert. Und zwar ist das ja aus dem systemd-Projekt ein Teil. Also aus dem Init-System systemd ist das ein Teil, das ist direkt in systemd integriert und deswegen findet die Konfiguration auch dort statt. In der Regel musst du aber in der Konfigurationsdatei von systemd timesyncd fast nie etwas ändern, weil die standardmäßig schon sehr gut vorkonfiguriert daherkommt. Wenn es dich trotzdem interessiert, kannst du mal einen Blick reinwerfen. Cat etc systemd timesyncd.conf und das sind jetzt mal so Default-Einstellungen, die würde er standardmäßig nehmen, wenn du nichts weiter konfiguriert hast. Jetzt können wir nochmal gucken, timedateCTL-Status oder wenn du jetzt nichts eingibst, macht er automatisch Status, timedateCTL einfach eingeben und dann sagt er hier auch System Clock Synchronized No in NTP Service Inactive und das könntest du hier auch noch einstellen, also wir nutzen jetzt statt den ntpsec den systemd timesyncd und dann könnte ich hier einstellen set-ntp on ist es meines Wissens nach und dann schauen wir noch mal rein und jetzt sagt er hier ntp service active und dann übernimmt auch der systemd timesyncd genau diese Funktionalität, die sonst ntpsec oder ntpd für dich übernehmen würde. Du kannst es für dich entscheiden, was dir lieber ist. Es gäbe auch sonst noch weitere Alternativen, zum Beispiel Crony. Den könntest du dir auch nochmal anschauen. Der ist noch etwas leichtgewichtiger als ntpsec. Und was dafür das Richtige für dich ist, das musst du für dich selber natürlich herausfinden. Ich nutze ganz gerne ntpsec oder ntpd oder den systemd timesyncd, je nachdem, was für eine Konfiguration ich da gerade fahre. Systemd timesyncd nutze ich zum Beispiel gerne auf dem Desktop, da kann er das einfach so machen. Und wenn ich einen Server habe, dann installiere ich mir dann gerne noch den ntpsec, dann weiß ich ganz genau, dass die Uhrzeit immer 100% sicher eingestellt. Probier das bei dir mal ein bisschen aus, also falls du mal diesen Fehler hast oder zum Beispiel, ich meine, einige von euch erinnern sich wahrscheinlich noch daran, früher gab es die Shareware, die lief dann nach 30 Tagen ab oder so, da musste man die Uhrzeit zurückstellen. Also falls du das mal ausprobieren willst, stell mal deine Uhrzeit um, das hatte ich dir hier gerade gezeigt, die kannst du dir einfach umstellen mit dem TimeDateCTL, das kann das Set Time, Set-Time und das muss dann in diesem Format sein, also Jahr minus und das ist dann der Monat minus Tag, Leerzeichen, Uhrzeit, Minuten, Sekunden und das Ganze in Single-Ticks, also die einfache Hochkommern und so kannst du die Uhrzeit einfach mal absichtlich verstellen. Dazu muss aber natürlich dieser NTP-Service deaktiviert sein vom Time-Date-CTL, sonst würde das automatisch direkt wieder überschreiben. Also du müsstest dann erst false setzen, set ntp false, dann sagst du die Uhrzeit, set time, das kannst du mit date nochmal prüfen, da sehen wir wieder, oh, das hat er jetzt hier immer noch nicht gemacht, set
Time doch 10:24, habe ich ja so gesetzt. Jetzt setze ich es hier nochmal auf 10:20, sage nochmal Date und jetzt sehe ich, da hat er die Uhrzeit tatsächlich jetzt auch umgestellt. Und dann kannst du anfangen, da mal mit rum zu experimentieren. Denk dran, wenn die Zeit zu weit von der tatsächlichen Zeit abweicht, dann geht so etwas wie Surfen nicht mehr, dann sagt das Internet die ganze Zeit, deine Uhrzeit stimmt nicht, Paketaktualisierungen gehen nicht und so weiter. Also probier da mal rum, stell die Uhrzeit mal so 2-3 Stunden früher ein oder später, am besten früher, und dann versucht er mal diesen Time Sync oder die automatische Einstellung deiner Uhr mit NTP einzurichten. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Falls du Fragen hast, kannst du immer bei uns in die Community kommen. Die findest du hier bei uns auf der Webseite spacefun.ch und dort klickst du dann einfach auf den Punkt Community und dann bist du eigentlich schon direkt bei uns in der Telegram-Community drin. Das kannst du hier einscannen und auch hier auf Telegram gehen und dann bist du sofort dabei. Ich freue mich auf deinen Besuch. Viel Spaß beim Nachbauen. Bis bald und tschüss.